Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Diesmal geht es um das Spiel Shakes and Fidget, auf dem unser Clan eigentlich begonnen hat. Ja, das Spiel Shakes and Fidget wird wahrscheinlich jeder von euch kennen. In dieser Folge wird es jetzt gehen um unsere Gilde auf S27. Den Bavarian Barbarians. Ich heiße dort wie immer und auf allen anderen Spielen auch Oss616. Von dem her bin ich immer relativ leicht zu finden. Ja, also ich habe mir lang überlegt, über was ich denn hier sprechen soll, da es ja schon so viele Shakes und Fidget Videos gibt. Und ich dachte mir einfach, ich nehme dieses Video einfach mal her, um euch unsere Gilde einmal etwas näher vorzustellen. Das bin dann zum einen mal meine Wenigkeit mit Stufe 292. Ich muss dazu sagen, wir spielen auf Server 27 Deutschland. Mittlerweile seit dem 12.05.2013, das war 2 Tage nach dem Serverstart, als wir da begonnen hatten, haben wir es auch geschafft, innerhalb von 10 Tagen den Vollausbau zu bewältigen. Und seit dem 24.05. befinden wir uns auch dauerhaft in den Top 10 auf diesem Server. Und das ohne irgendwelche Tricks und Mogeleien, die man leider von anderen Gilden, ich nenne jetzt hier absichtlich keine Namen, doch immer mal mitbekommt. So, dann haben wir hier einen unserer Offis, und zwar Professor Gast, der ebenfalls einen eigenen YouTube-Kanal besitzt, diesen ich euch dann in der Beschreibung linken werde. Es wäre schön, wenn ihr da einfach auch mal bei ihm vorbeiguckt und schaut, was ihr hier alles denn so treibt. Dann haben wir unseren nächsten Offi, den Jabberwocky. Ist mehr oder weniger unser Gildenopa. Allerdings werde ich hier verschweigen, wie alt er denn wirklich ist. Dann geht es weiter mit dem Donny. Auch schon ein etwas reiferer Spieler. Hier haben wir den Heinz. Weiter geht es mit der Deren 14. Unseren Bronzebart, auch schon in einem etwas gediegeneren Alter. Das ist ja das Lustige an Shakes and Fidget. Man meint, das spielen hauptsächlich Kinder oder Jüngere. Aber ich muss wirklich sagen, ich kenne jetzt durch meine lange Zeit, in der ich Shakes and Fidget spiele, so viele Spieler, die wohl schon 40 Jahre oder noch älter sind. Es ist wirklich faszinierend. Weiter geht's dann mit DK114, dem Tromix, Big Blaze, unserem Chuckio, unserem Luxemburger Mitspieler Achschimmis. Ja, also wir haben auch viele internationale Spieler. Also wir haben nicht nur Spieler aus Deutschland, sondern wirklich aus ganz Europa. Hier haben wir Sneaky HD, Lavender Haze 2, unser Prigipas aus Griechenland. Das meinte ich eben mit international. Aber es ist immer wieder interessant, sich auch mit Leuten aus anderen Ländern zu unterhalten. Und es gibt ja auch regelmäßig bei uns im Chat viele interessante Diskussionen oder Gespräche auch über die landestypischen Ereignisse, sei es jetzt Politik, das Wetter und alles Mögliche einfach. Hier haben wir unseren Xio King, Tosh,
Gurgolov, Piledriver, Leonidas 300, unseren Chui, unseren Barbaren. Lustigerweise kam er mit als einer der letzten zu uns in die Gilde und der Name passt natürlich auch prima zu uns. Weiter geht's mit Macaroni, Shakas, Phoebe, The Balance, unserem Dragoer. Natürlich haben auch wir einen Huibu, der nachts durch unsere Festung schleicht. Dann haben wir Gimli an unserer Seite. Hier haben wir den Wussel. Unser Dark Unicorn. Lenya. Dann Grind Bastard aus Norwegen. Wieder ein internationaler Spieler. Allerdings muss ich sagen, er ist eigentlich Deutscher und ist vor etlichen Jahren nach Norwegen, ja, ausgewandert, würde ich sagen. So, hier haben wir dann den Killer Chiller B. Beki 390. Infected Blood. Unser Kanonenfutter. Natürlich auch unseren Magifix, der auch jetzt mittlerweile schon als einer der längsten mit dabei ist. Er kam circa 2 Wochen nach Gildengründung zu uns und hat uns wirklich bis heute auch die Treue gehalten. Danke ja erstmal dazu. Weiter geht's hier mit Gambiert, Alex 09, Blue Angel, unser Dementius, Telfen, dann haben wir hier Metallium, ebenfalls ein griechischer Spieler aus der Nähe von Athen. Und das Lustige war, da er eher unser zweiter Grieche ist, diese beiden kennen sich privat nicht. Sie haben sich wirklich hier in diesem Spiel in unserer Gilde kennengelernt. Und das ist einfach so ein Punkt, wo ich sage, bei Shakes und Fidget ist einfach alles Mögliche. Dass sich zwei Griechen auf einem deutschen Surfer in einer deutschen Gilde kennenlernen. Hier haben wir dann Orkan noch. Crazy Monkey 57. In Rain Prox. Unser guter Gro, den ich auch schon lange Zeit kenne, auch von anderen Surfern her. Dann Chris 16010. Und das war's auch momentan mit unseren Spielern, die wir haben. Hier zeige ich euch nochmal die Ehrenhalle. Ich befinde mich hier momentan auf Platz 36. Was für mich eigentlich ein ziemlich großer Erfolg ist, ja, kann man so sagen. Dann zeige ich euch natürlich auch noch die Gilden-Ehrenhalle. Und hier seht ihr es, wir sind tatsächlich auf Platz 9. Und wie gesagt, wir halten uns jetzt seit kurz nach dem Surferstart schon etwas über ein Jahr dauerhaft in den Top 10. Das haben auf diesem Surfer eigentlich fast noch keine Gilden geschafft. Also ich wüsste jetzt nur zwei, die auch seit Anfang an oben mit dabei sind. Der Rest wechselt eigentlich immer fleißig durch. Gilden lösen sich auf, werden neu gegründet.
Aber darauf sind wir dann doch ziemlich stolz, dass wir uns dauerhaft so weit oben halten können. Dann zeige ich euch noch meine Dungeons. Im Turm bin ich hier momentan auf der Etage 74 und Dungeons bin ich jetzt auch schon im 13. Stock in der Etage 8, was auch, sage ich mal, für mein Level her und für meine Skillung recht gut ist. So, falls ich jetzt euer Interesse geweckt haben sollte, sich uns anzuschließen, der kann das gern machen auf S27 Shakes und Fidget. Wir freuen uns über jeden neuen Spieler. Wichtig ist uns, dass ihr auch menschlich mit zu uns passt. Und es sollte, sage ich mal, auch schon eine gewisse Erfahrung im Spiel selber da sein. Wir sind immer bemüht, irgendwelche Fragen, die es zum Spiel gibt, die Spieler haben, nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Aber eine gewisse Grundkenntnis, sage ich mal, wäre nicht schlecht. Momentan warten wir ja alle noch auf das groß angekündigte Update, das am nicht am Mitte Juli kommen soll. Viel ist noch nicht durchgedrungen. Es soll eine Art Dämonenportal kommen, was auch immer das sein will. Naja, man weiß es nicht. Ja, ich hoffe, euch hat unsere Vorstellung soweit einigermaßen gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr auch mal bei meinen anderen Videos vorbeiguckt. Und euch dann noch einen schönen Tag. Bis demnächst. Servus.